Für alle, die sich's schwer vorstellen können, das Modell einer Wheatstone-Brücke. Man kann es zum Beispiel vergleichen, indem ich sage, das habt ihr alle wahrscheinlich schon mal erlebt, ihr habt eine Tasse, die habt ihr voller Kaffee oder Kakao oder weiß der Kuckuck was, nehmt die vom Teller hoch und merkt, ei, 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 ich mache jetzt mal blauen Kakao rein hier. Das Ding ist wirklich randvoll. So eine Tasse trägt sich schwer. Man kann sich es auch so vorstellen. Ich habe eine ganz flache Schale mit Wasser gefüllt. Die steht wirklich total waagerecht. Dann ist das kein Problem. Wenn ich versuche, diese Schale anzuheben und nur ein kleines bisschen aus der Waage komme, schwappt es auf der einen Seite über. Und zwar da, wo die tiefere Stelle ist. Die Wheatstone-Brücke, mal anders gemalt, ist eigentlich sowas wie zwei Potentiometer. Apropos Potentiometer, Potenzial. Hier oben erscheinen immer links, hier oben auf der rechten Seite. Also nicht die linke, sondern die rechte Seite. Da erscheinen links, da ist so ein kleines I. Wenn nicht, dann geht mit der Maus rein, irgendwie in die Ecke, dann findet ihr das und da könnt ihr euch dann weiterbilden. Ich habe da auch Modelle noch mit angeführt, wie man Induktivität, C, eine Kapazität oder Widerstand, womit man das vergleichen kann, Transistor und so weiter. Oder auch ein Link zum Pumpspeicherwerk, weil das ja auch von unterschiedlichen Potenzialen lebt. Und dann natürlich auch zur echten technischen Erklärung der Wheatstone-Brücke selber. Aber gucken wir uns mal hier diese Schaltung an. Ich habe hier oben den negativen Pol. Ich habe hier extra mal lauter Elektronen hingemalt. Ich meine jetzt die physikalische Stromrichtung. Und je weiter ich den Widerstand hinabgehe sozusagen, umso weniger Elektronen sind da. Die wollen sich ja gerne von hier ausgleichen nach hier zum Pluspol. So. Und wenn ich jetzt wirklich total in Waage, also bei beiden Widerständen die richtige, ich mach's mal rot, die richtige Stelle erwischt habe. Das heißt, von hier bis hier und hier bis hier sind die Widerstände genau gleich. Ja, dann habe ich gleiches Potenzial. Dann habe ich sozusagen Waage und dann fließt hier auch kein Strom und es ist kein Spannungsunterschied oder man sagt auch Potentialunterschied zu messen. Ja, wie eine Wheatstone-Brücke dann wirklich aussieht, das sehen wir dann so, das kennen wir. Auch hier ist es so, hier wollen sich die Elektronen zum Pluspol hin ausgleichen. Ich habe hier mal Elektronenüberschuss angezeichnet und immer an das Modell denken. Wenn ich das alles in Waage lasse, das heißt also, wenn alle Widerstände gleich sind hier, dann ist hier kein Potentialunterschied zu messen. Gut, ich denke mal, das reicht. Zum Schluss werde ich jetzt hier noch links erscheinen lassen dazu. Na denn, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen, denn das ist ja mein Ziel. Macht's gut, tschüss.